Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Abend, muss man ja fast schon sagen. Moment. So, jetzt nochmal einen wunderschönen guten Abend, muss man ja an dieser Stelle schon fast sagen, zum Webinar, Add-on-Webinar, Metatrader-Webinar, Frage- und Antwort-Webinar, wie auch immer man es nennen möchte. Es wird primär um den Metatrader gehen, es wird um die Funktionalitäten des Metatraders gehen. Mein Name ist Markus Klebe, man kennt mich von den JFD-Livestreams, teilweise vom JFD-Devisenradar, also alles, was hier online und hauptsächlich auf dem YouTube-Kanal von JFD stattfindet. Da hört man oft meine Stimme. Und man sieht auch manchmal mein Gesicht in den Livestreams. Also wer mich da noch nicht gesehen hat, seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen. Ich werde euch das auch gleich nochmal zeigen, denn ich freue mich, dass ihr wirklich so zahlreich hier mit dabei seid hier bei dem Webinar. Und schon mal gleich am Anfang, ihr habt natürlich die Möglichkeit hier entsprechend Fragen zu stellen. Ich habe natürlich viele, viele Punkte, die ich euch erklären kann am MetaTrader. Wir werden bei ja einigen grundlegenden Dingen starten, werden dann eben auch immer etwas ausführlicher und tiefgreifender mal in die Plattform reingehen. Bestimmte Einstellungsmethoden, die hauptsächlich ich auch verwende, im Live-Handel und im reellen Handel, die mir helfen, das Trading etwas einfacher zu machen. Wir werden zukünftig auch noch ein paar Möglichkeiten haben, euch hier mehr Dinge vorzustellen an zusätzlichen Add-ons. Da ist gerade mein Programmierer dabei, das zu bauen, aber das ist aktuell noch nicht spruchreif. Von daher gehen wir hier quasi mit dem Standard Metatrader um. Wir werden darüber sprechen, über den Metatrader 4, wir werden über den Metatrader 5 sprechen. Was ist da besser, was ist da schlechter? Und gerade hier am Anfang ist es eigentlich schon meine Empfehlung, eben dann direkt mit dem Metatrader 5 zu starten. Aber das werden wir uns alles gleich anschauen. Bevor ich jetzt hier weiter spreche, lest euch bitte mal ganz kurz den Risikohinweis durch. Ich blende ihn an dieser Stelle schnell ein, aber es ist grundsätzlich so, wir werden hier nicht live handeln, auch wenn ich das ja in den meisten Webinaren und Livestreams immer mache, aber heute werden wir hier keinen Live-Handel haben, wobei eine Position, vielleicht switcht man da mal durch, die läuft live im Euro-US-Dollar, denn ich habe hier eben kein Demokonto, ich habe ein Live-Konto und ich würde jetzt gerne euch natürlich Dinge im Demokonto zeigen wollen, aber meine Demokonten sind alle abgelaufen, weil ich natürlich im Live-Konto arbeite, von daher muss ich hier mit dem Live-Konto arbeiten und muss natürlich aufpassen, dass ich jetzt hier, gerade wenn man irgendwie vielleicht mal die Order-Möglichkeiten zeigen möchte, dass man hier nicht aus Versehen irgendwie sinnlos agiert. Aber das werden wir uns dann an dieser Stelle gleich anschauen. Also Risikohinweis ist durch, das könnt ihr euch durch anschauen. Wir starten, Moment, hier erstmal nochmal ganz kurz mit der Website von JFD Brokers, um hier eben auch nochmal darauf zu schauen. Zum einen habt ihr die Möglichkeit für diejenigen, die vielleicht das jetzt hier als Video auf der YouTube-Plattform irgendwie im Nachhinein hören. Man hat auf der Seite von jfdbank.com die Möglichkeit, dann immer wieder zu schauen. Und wir werden hier ab Mai auch ein Webinar zusätzlich anbieten, was noch mehr in Richtung Frage und Antwort geht. Auch in etwa eine Stunde wird das stattfinden, so einfach wirklich Frage und Antwort zum MetaTrader. Wenn man hier Fragen hat, kann man die natürlich stellen. Wir werden da dann eben auch teilweise so ein bisschen Live-Handel. Also wirklich eine Stunde, wo man einfach als Support quasi die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Das wird zusätzlich noch zu diesem Add-on, MetaTrader Add-on-Webinar stattfinden. Und wenn man sich das eben raussuchen möchte, wann finden denn Webinare, auch andere Webinare, nicht zwingend für den MetaTrader, sondern eben auch die Livestreams und Webinare statt, dann geht man einfach hier auf der Website von jfdbank.com auf den Punkt Research, dann auf den Punkt Webinare und Events. Und auf diesem Punkt Webinare und Events landet man dann entsprechend bei einem Kalender. Und in diesem Kalender, Moment, das lädt hier bei mir immer etwas länger, in diesem Kalender, wenn wir jetzt nach unten scrollen, da sehen wir jetzt hier gerade das Webinar 17 Uhr, JFDs Multi-Asset Class MT4 und MT5 ist es eigentlich, was wir jetzt gerade abhalten, aber heute war dann auch noch der Livestream DAX Long oder Short mit mir, dann der Chris Kämmerer um 9.30 Uhr mit einem Devisenradar, was 10 Minuten geht, wo immer ja eine interessante Situation in den Devisen besprochen wird, dann eben zwei englische JFDs Traders Espresso, JFD Traders Tea Time, das sind englische Livestreams und dann von meiner Seite eben auch nochmal die US Opening Bell und heute Abend findet dann nochmal ein Trading und Investieren Simplified statt, was hier auch wöchentlich stattfindet, in diesem Fall auf Englisch. Und wenn man dann nach unten scrollt, sieht man dann die nächsten Tage, was da immer so stattfindet. Und hier wird dann eben auch zukünftig zum einmal im Monat dieses MT4, MT5 Webinar stattfinden. Und wie gesagt, zusätzlich dann eben nochmal ein klassisches Frage- und Antwort-Webinar. Und wenn man da Lust und Laune hat, ist man dann natürlich herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Das werde ich zum einen abhalten, aber vielleicht auch mal der Chris
oder jemand anderes. Vielleicht werden wir auch mal den einen oder anderen interessanten Gast in diese Webinare einladen. Aber lasst euch da überraschen. Das wird in Zukunft auf jeden Fall so passieren. Also, wenn ihr Lust und Laune habt, seid ihr natürlich auch herzlich zu anderen Events an dieser Stelle mit eingeladen. Oder natürlich, wer noch nicht bei JFD ist als Broker, da habt ihr natürlich eine sehr, sehr gute Wahl, jetzt hier schon in diesem Webinar mit dabei zu sein. Und wer da eben noch kein Konto hat, seid ihr natürlich da auch herzlich zu eingeladen, das zu tätigen. Wir starten mal mit dem Installieren. Das ist mal so der erste Punkt. Und wie gesagt, an dieser Stelle, wir können das auch gleich uns dann nochmal anschauen. Es gibt ja mittlerweile zwei Plattformen. Und hier im Urschleim mal anzufangen, logischerweise benötigt man natürlich, um an der Börse zu handeln, beziehungsweise in diesem Fall mit CFDs zu handeln, natürlich irgendwie eine Software, um das ja einzugeben, um sich diese Charts anzugucken. Dafür gibt es halt ganz schlicht und ergreifend den MetaTrader. Gibt es noch andere Softwarelösungen, aber im CFD-Bereich hat sich dort der MetaTrader eigentlich größtenteils durchgesetzt und es ist auch von meiner Seite, auch wenn ich grundsätzlich aus dem Future-Bereich komme, hat sich für die Trades, die ich im Prinzip im CFD ab oder tätige, habe ich mich dann auch irgendwann für den MetaTrader entschieden, denn auch hier kann man zum einen auch EAs programmieren, also Automatismen programmieren oder programmieren lassen. Da wird es zukünftig auch aus dem Hause, aus meinem Hause, aus dem Hause Megatrading einige Sachen geben, die wir dann auch in den Webinaren mit einstreuen. Und wo wir dann auch vielleicht mal den einen oder anderen Programmierer einladen, der mal so ein paar Tipps gibt. Da gab es letztens schon von Chris mal ein Webinar, der da aus Amerika einen Programmierer, ich weiß jetzt leider Gottes den Namen nicht, eingeladen hat. Also da werden wir dann auf jeden Fall auch in diesen Webinaren drüber sprechen. Wenn man jetzt den MetaTrader installieren möchte, man gehe auf der Website entsprechend auf den Punkt Trading. Ja, dann eben, wenn man hier drauf ist, öffnet sich ein Fenster und dann kann man hier im Prinzip draufklicken, MetaTrader 4 oder MetaTrader 5. Ich würde empfehlen, wenn man den MetaTrader noch nicht hat oder jetzt gerade anfängt, sich mit der Materie zu beschäftigen, ist es meine Empfehlung und die Frage kommt gerade, ich lese auch ganz kurz mal im Chat hier in dem Fragefenster, direkt am Anfang die Frage, kommt auch mal ein Webinar über den MT5, dort ist ja einiges anders, oder? Fragezeichen. Also wir werden heute auch so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen. Ich habe beide MetaTrader hier installiert. Wir können den 5er gleich noch aufmachen. Aktuell in den Livestreams agiere ich immer noch mit dem MT4. Grundlegend gibt es keine extremen Unterschiede. Also die Softwarelösungen sind erstmal vom Optischen her und auch von den Handhabungen her ähnlich. Es gibt ein paar kleine Verbesserungen im MT5. Gerade was den Aktienhandel betrifft, JFD bietet es ja mittlerweile an, zum einen Aktien kostenlos zu handeln und hier erweitert sich die Palette der Aktien, die da handelbar sind, über JFD, über die JFD Bank, die erweitert sich von Mal zu Mal, jetzt kürzlich, ich glaube, diese Woche erst sind spanische Aktien mit hinzugekommen, die ganzen S&P 500 Aktien gibt es, und ich meine auch noch holländische Aktien, also da gibt es schon so einiges, und dann teilweise auch CFDs auf Aktien noch, aber alles teilweise jetzt auch mittlerweile auf klassische physische Aktien und alleine, dass sich diese Palette an Möglichkeiten immer mehr erweitert, muss man wirklich an der Stelle, muss man den MT5 nutzen, weil einfach der MT4 begrenzt ist in den Möglichkeiten, was man an Märkten oder sozusagen an Aktien darstellen kann, werden wir uns gleich mal anschauen. Von daher, wie gesagt, es ist hier am Anfang eigentlich schon eigentlich der richtige Weg, direkt mit dem MT5 zu starten. Und wir gehen dann hier mal, ne, man scrollt dann nach unten, das haben wir ja gerade gemacht, wir sind auf diesen Button gegangen, scrollt hier nach unten, geht hier auf den Punkt, los geht's. Und dann kommt man im Endeffekt auf eine Anmeldemaske. Man kann hier direkt, klar, ein Live-Konto sofort eröffnen oder man entscheidet sich hier entsprechend auf ein Demo-Konto, was natürlich im Endeffekt nicht so viele Angaben erstmal benötigt. Man muss nicht den ganzen Konto-Anmeldungsprozess durchlaufen, nur um jetzt hier im Endeffekt mal den MetaTrader zu testen, sondern kann sich hier im Endeffekt mit wenigen Angaben dann im Endeffekt den MetaTrader schon downloaden, um jetzt in der Demo-Version das zu testen. Und man hat hier die Möglichkeit, und hier steht das auch nochmal, dass nur im MT5 die physischen Aktien inklusive sind und im MT4 das eben nicht der Fall ist. Von daher, man gibt dann hier einfach seine Daten an. Das ist jetzt nicht nennenswert. Ich würde hier nur eben in diesen zwei Punkten Kontowährung und Einzahlung. Hier ist immer meine Empfehlung, man solle sich im Endeffekt schon auch die Währung nehmen, mit der man dann am Ende arbeitet. Und die meisten von uns werden Euro einzahlen. Wir kommen alle aus Deutschland, wir haben die Währung Euro. Und somit sollte auch die Kernwährung
des Metatraders Euro sein. Ja, einfach, dass man hier natürlich auch weiß, okay, was bedeutet das alles, wenn ich Plus und Minus mache? Und dann sollte man hier auch idealerweise nicht, man kann hier bis zu 2 Millionen, glaube ich, oder 5 Millionen sogar, ein Demokonto eröffnen. Aber ich denke, die wenigsten von uns werden hier 5 Millionen am Anfang einzahlen, sondern das wird sich ja meistens in dem Bereich 5.000, 10.000, 20, 25, 50.000, also ich denke, viel mehr, die meisten von uns werden erstmal am Anfang nicht viel mehr einzahlen. Und von daher, ich empfehle immer, nimmt man die 25.000, das ist so eine gesunde Mitte, ja. Und man hat dann eben auch die ganzen Risikoberechnungen und die entsprechenden Plus- und Minuszahlen, die dann auf dem Konto entstehen, dann wirklich auch passend zu der Kontogröße. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn man sich hier irgendwie aus Spielerei, aus Jux und Dallerei dann irgendwie so ein 5-Millionen-Konto da ans Bein nagelt. Das macht ja im Endeffekt keinen Sinn. Und wir wollen das ja auch alles mit einem gewissen, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angehen. Und von daher solle man das hier dann im Endeffekt so machen. Dann hier einfach alles mit Ja bestätigen. Da gibt es interessante Newsletter, die auch wirklich dann eben Neuigkeiten, gerade was die Aktien betrifft, im Endeffekt sind. Und dann einfach auf registrieren gehen, dann gibt es dann im Endeffekt eine E-Mail. Das ist alles sehr, sehr einfach beschrieben. Und der Prozess, bis dann der Metatrader auf dem Rechner ist, der ist dann eigentlich relativ einfach. Da können wir auch das Ganze wegklicken und sind jetzt hier quasi schon im Metatrader. Ich klicke das Ganze mal nach unten. Im Endeffekt ist es so, wenn man jetzt das Ganze dann installiert hat, ich habe jetzt, wie gesagt, den Metatrader 4 und den Metatrader 5 hier auf dem Rechner drauf. Und ich lese mal ganz kurz. Okay, alles klar. Also Daniel schrieb gerade, beim Ton klingt, es stimmt was nicht. Jetzt muss ich nochmal lesen, aber jetzt schrieb er, es ist alles gut. Schon Schreck bekommen, dass ich die ersten 10 Minuten hier ohne Ton gearbeitet habe, aber es passt. Also MT5 und MT4 ist auf meinem Rechner installiert. MT4 ist jetzt hier gerade schon offen. Wir werden mal den MT5 noch öffnen. Einfach natürlich Doppelklick auf das Bild, beziehungsweise, das dauert natürlich jetzt hier gerade nicht hin, nochmal Doppelklick auf das Bild. Und dann warten wir hier und dann wird sich der Metatrader 5 öffnen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Plattformen, oder generell zum Metatrader, dann stellt die hier auch ganz gerne an dieser Stelle. Also, hier ist sogar ein Demokonto offen, das passt ja, im MT5 habe ich doch ein Demokonto, mal gucken, ob wir hier jetzt auch Live-Kurse bekommen, haben wir, super, also können wir doch mit einem Demokonto arbeiten, dann ist nur im MT4 ein Live-Konto, also können wir hier sogar so tun, als würden wir mal ein paar Positionen reinlegen in den Markt. Also, ihr startet meistens, hier unten habt ihr so Reiter, ich nehme mal mein Zeichenwerkzeug mit hinzu und möchte da mal kurz erklären, wie das am Anfang aussieht, also ihr habt hier unten dann meistens so 5 Reiter offen, bei mir sind es jetzt schon 10. Und dann habt ihr Grundeinstellungen im Markt. Da gibt es Webinare dazu, wie wir da wirklich dann weiter verfahren. Ich will jetzt da gar nicht wirklich von Null anfangen, sondern wir wollen heute so ein paar tiefgreifende Punkte hier noch besprechen. Wenn ihr Fragen habt, wirklich grundlegende Fragen, wie gesagt, ab nächstem Monat werden ja hier eben regelmäßig dann mehr noch oder ein Webinar mehr stattfinden, beziehungsweise ich schreibe hier mal ganz kurz meine E-Mail-Adresse rein. Wenn ihr Lust und Laune habt und noch Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Entweder kann ich die vielleicht kurz dann beantworten oder leite diese dann an den Support weiter. Moment. So, da müsstet ihr meine E-Mail-Adresse lesen. Also schreibt mir da gerne, wenn ihr da irgendwie wirklich gerade am Anfang seid und gar nicht wisst, wie ihr vorwärts kommt, dann kann ich euch da entweder an den Support weiterleiten oder ich schicke euch entsprechend dann einen Link mit den Videos, wo ich dann auch schon mal grundlegende Dinge hier erklärt habe. Da braucht ihr nicht selbst suchen auf dem YouTube-Kanal oder so, sondern ich schicke euch dann gerne entsprechend den YouTube-Link zu Videos, zu Erklärungen, die ich da in den letzten fast Jahren schon abgehalten habe und dann könnt ihr da natürlich den Urschleim, die ganzen Basics auch auf diese Art und Weise bekommen. Wir wollen jetzt hier heute mal so Dinge besprechen, wie kann ich nochmal die Charts verändern. Ich möchte hier darüber sprechen, wie ich Indikatoren reinlegen kann, wie ich vor allem externe Indikatoren bekomme. Und dafür gibt es zum Beispiel einen Trick und ich möchte hier, Daniel ist ja mit dabei, er weiß es mittlerweile, aber es ist natürlich ein Faktor, der hier recht interessant ist. Wie kriege ich Indikatoren, die ich mir vielleicht irgendwo im Internet besorge, dann im Endeffekt hier eingefügt in meinen Chart, in meinen Metatrader, um das am Ende dann auch zu sehen oder eben auch anwenden zu können. Und es gibt eben im Internet viele Herangehensweisen, die da erklärt werden. Die sind aber teilweise, funktionieren die nicht. Von daher möchte ich das mal erklären. Ich muss selber jetzt im MT5 kurz schauen. Moment. Man muss hier, wir machen das mal im MT4. MT5 schaue ich mir später nochmal an. Man geht hier auf den Punkt, Meta Quotes Language Editor, rechte Maustaste oder klickt hier drauf.
Dann kommt im Prinzip ein extra Fenster. Und wir suchen jetzt ja quasi einen Ordner, in dem wir den im Internet runtergeladenen Indikator reinpacken, um diesen dann später, im Navigator links, ja, für diejenigen, die sich jetzt eben mit dem Metatrader schon ein wenig beschäftigen, die wissen, wovon man spricht. Man hat hier diesen Navigator und hat dann hier entsprechende Indikatoren drin, zum Beispiel diesen WG Cash Close, den kann ich gleich mal vorstellen. Das ist ein externer Indikator, der aus dem Livestream hier kommt, den jemand eben aus dem Livestream, den ich hier täglich abhalte, für uns oder für diese Community dort quasi programmiert hat und den jeder bekommen kann, der da Lust und Laune hat, sich damit zu beschäftigen. Und diesen Indikator muss ich ja irgendwie hier anzeigen lassen. Wie gesagt, einfach hier oben auf dieses Feld klicken, MetaQuotes Language Editor, das gibt's dann im Endeffekt im MT5 auch. Dann öffnet sich hier ein zweites Fenster, das ist dann dieser MetaQuotes Language Editor. Das sieht jetzt erstmal kompliziert aus. Wir brauchen das Ding auch gar nicht. Man muss jetzt hier nicht irgendwie auf einmal Angst kriegen, dass man programmieren muss. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. Aber da es grundsätzlich so ist, ich zeige euch das gleich, dass dieser Ordner, wo dieser Indikator drin liegen muss, teilweise extrem versteckt ist, muss man einfach diesen Weg oder sollte man diesen Weg gehen, diesen Indikator dann auf diese Art und Weise zu installieren oder in diesen richtigen Ordner zu schieben, um da im Endeffekt ja das natürlich dann auch laufen zu haben. Also MetaQuotes Language Editor, dann hat man hier Experts, das würde dann bedeuten, wenn man EAs hätte, hier ist ein Punkt Indikator, hier geht man mit der rechten Maustaste drauf, geht auf den Punkt Datei öffnen. Jetzt öffnet sich einfach ein Ordner. Und jetzt seht ihr, dass in diesem Ordner, und ihr seht hier oben, ja, Benutzer, Mega, App Data, Roaming, MetaQuotes, Terminal, und jetzt kommt hier noch eine ganz lange Nummer, MQL4, Indicators. Eine ganz lange Hierarchie an Punkten, wo man theoretisch jetzt irgendwo auf dem Rechner suchen müsste. Da kommt natürlich kein Mensch so einfach drauf. Somit hier auf diese Art und Weise die Abkürzung. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, einfach in diesen Ordner, ja, ihr seht hier, wir sehen das mal, dass hier diese ganzen Punkte, ja, wir können das hier nochmal runterklicken, ja, diese ganzen Punkte, die hier links stehen, ja, dass das jetzt alles in irgendeiner Art und Weise hier zu finden ist in diesem Ordner, ja. Und jetzt nehmt ihr einfach, egal was ihr runtergeladen habt aus dem Netz, es sollten X4-Dateien sein, diese nehmt ihr, zieht sie hier rein, einfach nur rein kopieren oder reinziehen, ja, und dann kann man diesen Ordner auch schon wieder schließen. Und dann solle man nur eben teilweise den Metatrader dann nochmal schließen, nochmal neu öffnen. Dann geht man hier auf den Navigator und dann solle sich hier zum Beispiel dieser dann reingezogene Indikator zeigen. Und ich schiebe diesen Indikator jetzt, den wir hier, den WG Cash Close, mal rein. Also im Endeffekt ist das dann auch einfach Drag and Drop. Ja, wenn ich hier irgendeinen Indikator habe, man kann jetzt hier die Stochastik nehmen, reinziehen, dann öffnet sich nochmal ein Fenster, wo man diverse Einstellungen zum Indikator machen kann. Das will ich jetzt auch alles gar nicht machen. Und klickt dann einfach auf OK und zack, ist hier unten dann die Stochastik drin. Ist jetzt für mich jetzt nicht der Indikator, den ich nutze, aber wer es nutzen möchte, so zieht man eben ganz einfach Indikatoren, die hier in diesem Navigator drin sind, rein. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, kann ich gleich zeigen. Und man zieht hier dann diesen WG Cash Close, linke Maustaste gedrückt halten, rüberziehen, loslassen. Zack, kommt wieder ein Fenster, wo man Einstellungen machen kann. In dem Fall hier, ich will jetzt auch auf den Indikator gar nicht so exakt eingehen, man muss hier noch eine 1 reinschreiben, klickt dann auf OK und dann sehen wir hier auf einmal lauter Zahlen im Chart. Hier unten die Stochastik können wir wieder rausnehmen, Chartfunktion, Indikatoren, nehmen wir hier die Stochastik, löschen, erstmal wieder raus, mache ich gleich nochmal langsam, schließen hier den Navigator, können das Bild ein wenig zusammenziehen, indem man einfach hier unten auf die Leiste klickt, festhält, Maus nach links und rechts bewegt, damit zoome ich rein, dann zoome ich raus aus dem Chart und jetzt sehen wir, dass wir hier im DAX, in dem Fall sind wir jetzt hier im Gold. Ja, da macht der Indikator zugegebenermaßen gar nicht so viel Sinn, wie ich ihn jetzt hier eingezeichnet habe, aber den falschen Chart genommen. Eigentlich ist es der DAX, wo ich das reinziehen wollte, aber ihr seht, dass das dann auf jeden Fall hier im Chart mit drin ist. Wenn man jetzt den Indikator löschen möchte, Chartfunktionen, Indikatoren, dann kommen hier die Indikatoren, die installiert sind, WG Cash Close, löschen, schließen und der Indikator ist wieder raus. Ja, das erstmal ganz kurz nochmal so der Ausflug in Richtung Indikatoren, wie ich externe und die
Wie gesagt, dieses Webinar werde ich online stellen. Das könnt ihr euch im Nachhinein dann immer nochmal anschauen. Einfach nochmal die Schritte kurz, die jetzt sehr, sehr schnell gingen, nochmal durchgehen. Und wie gesagt, wenn es da Probleme gibt oder wenn ihr da Schwierigkeiten habt, dann könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Ich lese mal kurz hier im Chat. Hallo, wie kann ich denn weitere Märkte zu den Reitern hinzufügen? Können wir gleich machen. Kannst du bitte zeigen, wie man eine Aktie kauft und verkauft? Na klar, können wir auch gerne machen. Und seit kurzem muss ich nach jedem Start die Werkzeugliste neu einrichten, finde den Fehler nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Daniel, an dieser Stelle. Du meinst hier oben diese Leiste, ja? Also was ich ja immer ganz gerne mache, das können wir auch gerne mal machen, Profile speichern, Vorlagen speichern, das können wir gleich mal durchgehen. Wir fangen mal von vorne an. Wie kann ich Märkte hinzufügen? Man hat hier oben einen Punkt, der nennt sich da Marktübersicht. Wir können das gerne auch im MT5 machen. Gehen hier mal auf Groß, Ansicht, Marktübersicht. Ja, hier diesen Punkt. Raufklicken und dann kommt hier an der Seite und das ist eben genau darum geht es, Unterschied MT4 und MT5 und einer der Punkte, dass hier im MT5 die Möglichkeit besteht, viel mehr, schaut mal, wenn ich hier nach unten scrolle, was hier alles kommt, ja, wie viel hier im Prinzip an Aktien und an Märkten zur Verfügung steht und das wird mehr und mehr und mehr und das ist eben in der Fülle im MT4 nicht möglich. Also das ist zum Beispiel ein Unterschied. Und hier jetzt einfach, wenn ich irgendeine Aktie, also wir haben hier jetzt zum Beispiel, das ist eine CFD auf eine Aktie auf Adobe Systems, ja, oder hier eben zum Beispiel WTI Crude als Markt, einfach über den Markt oder über die Aktie gehen mit der Maus, dann die rechte Maustaste klicken, neues Chartfenster, zack. Jetzt haben wir ein neues Chartfenster mit Grundeinstellungen. Wo landet das? Das landet hier unten rechts als neuer Reiter. Und jetzt kann ich hier in diesem Chart, wenn mir diese Farbe nicht gefällt oder wenn mir das alles nicht passt, auch hier gibt es schon Videos, das will ich jetzt auch gar nicht so durchgehen oder wir machen es zum Ende, dass man hier im Prinzip jetzt die Farben ändern kann. Man kann Vorlagen dann festlegen und dann geht man einfach rechte Maustaste im Chart auf entsprechend Vorlagen. Da haben wir hier auch schon teilweise in den Webinaren mal Testvorlagen angelegt und dann wählt man hier einfach dann eine entsprechend für sich angelegte Vorlage, klickt dort drauf und dann hat man hier eben entsprechend zum Beispiel einen weißen Hintergrund ohne entsprechenden Indikator. Man kann jetzt hier, was ich ja im Chart immer mit drin habe, ist im Endeffekt die ATR. Ja, und dann kann man hier zum Beispiel auf Einfügen gehen, Indikatoren und hat hier die ganze Möglichkeit, hier Tendenzindikatoren, Oszillatoren, Volumenindikatoren, Bill Williams, benutzerdefinierte Indikatoren. Also habe hier dann die Möglichkeit, wirklich Indikatoren einzufügen, neben diesem Navigator, ja, den man hier natürlich auch hat, im MT5, den Navigator. Ja, hier habe ich genauso und die Chance dann, wenn man das alles öffnet, mal die Marktübersicht zumachen, das dann ein bisschen größer zieht. Ja, hier entsprechend ähnlich wie wir es MT4 haben, diese ganzen Indikatoren zur Verfügung, ja, oder auch die Expertenindikatoren, die wir hier eben im MT4 schon hatten. Das ist natürlich hier auch alles da und alles möglich reinzuziehen. Entweder man zieht dann den Indikator wieder einfach so rein, habe dann den MACD da drin oder gehe hier oben auf Einfügen, Indikatoren und kann mir hier genauso, müssen wir mal suchen, den MACD raussuchen. Also mal gucken, wo er ist. Hier ist er nicht. Hier ist er. Ja, hier hat man genauso den MACD. Kann ich auch raufklicken, auch auf Bestätigen gehen. Und dann habe ich ihn nochmal drin. Ja, jetzt habe ich ihn einmal mit dem Navigator eingefügt und einmal über den Punkt Einfügen, Indikatoren. Ja, und dann eben den Indikator raussuchen. Also zwei Wege führen hier nach Rom, wobei hier teilweise, gerade wenn es Experts sind, in diesem Navigator noch ein paar mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ja, um Indikatoren einzufügen. Ich klicke das jetzt erstmal hier weg, ne, man kann das einfach wegklicken, gehe wieder auf Chartfunktionen, auf Indikatoren und möchte jetzt hier die MACDs wieder rausnehmen, klicke ihn dafür an, gehe auf Löschen, klicke auf den zweiten, gehe auf Löschen, dann sind die wieder raus, gehe auf Schließen, möchte jetzt eine ATR hier einfügen, also die Average True Range, gehe auf Einfügen, Indikatoren in diesem Fall und dann suche ich mir die ATR raus, da muss ich selber erstmal gucken, wo die ist. Moment, hier ist er, Average True Range ATR, ja, klicke darauf, kann hier einfach auch bestätigen, kann hier, wenn ich möchte, die Farbe noch ändern, kann hier zum Beispiel dunkelblau wählen, wenn mir Türkis nicht gefällt, gehe auf OK und jetzt habe ich hier unten die ATR drin, kann das dann hier quasi
noch ein Stück runterziehen. Und wenn jetzt hier die Vorlage mir so gefällt, rechte Maustaste, entweder mein eingestellter Chart, dann eben speichern, Vorlage speichern oder eben ja, Vorlage laden. In dem Fall dann Vorlage speichern. Dann kommt hier ein Feld. Wir haben eben Test 2 geöffnet. Test 2 habe ich jetzt angepasst. Gehe ich auf Test 2 speichern. Ja, möchte ich überschreiben. Und wenn ich jetzt jeden Chart, den ich öffne, die Vorlage Test 2 öffne, dann wird der Chart so aussehen. Weißer Hintergrund, grüne und rote Kerzen und dann im Endeffekt unten die ATR drin als Indikator. Und jetzt sieht jeder Chart, achso, und den Moving Average hier noch ganz leicht in Grau. Man kann den Hintergrund blau machen, man kann den Hintergrund grün machen, rot machen, was auch immer. Man kann die Kerzenfarben abändern. Also hier gibt es wirklich extrem viele Unterschiede. Ganz kurz nur nochmal, wenn man jetzt hier die Farben ändern möchte, rechte Maustaste, ganz unten auf Eigenschaften gehen. Und jetzt hat man hier die Möglichkeiten, die Chartfarben zu ändern, dann eben auch entsprechende Punkte hier zu ändern. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen, wenn wir den Heiken Aschi Chart jetzt hier gleich reinziehen werden, auf Allgemein klicken. Da kann man auch nochmal ein paar Punkte einstellen, zum Beispiel den Chart auf Balkenchart ändern, den Chart auf Linienchart ändern, Kerzenchart. Man kann hier, ja, also wirklich eine Menge einstellen. Das ist viel Spielerei. Da kann man einfach mal durchklicken. Und grundsätzlich kann man da eigentlich nicht viel verkehrt machen an dieser Stelle. Ich lese nochmal ganz kurz im Chat. Achso, okay. Daniel schreibt noch, das war das mit der Werkzeugliste. Kann ich dir jetzt nicht exakt sagen. Vielleicht speicherst du einfach mal, wenn es eingestellt ist, das Profil. Das wäre das Nächste. Also wir haben jetzt gerade über Vorlagen gesprochen. Also wenn ich Chart-Darstellungen mir abspeichern möchte, geht man hier einfach auf Vorlagen. Und wenn ich hier eben das komplette Profil, also wirklich die kompletten Einstellungen im System mit den ganzen Märkten hier unten und alles abspeichern möchte, dann geht man auf Datei, Profil, ja, und dann hier auf Profil speichern, also speichern als in diesem Fall, kann man hier auch, können wir mal machen, speichern als, und dann geht man auf Test 1, ja, speichert jetzt wirklich die kompletten Einstellungen, die ich vorgenommen habe, als Profil ab. Und wenn ich jetzt das Profil ändere von Datei, Profil, ja, hier gibt es voreingestellte Profile, zum Beispiel Market Overview, gehen wir mal drauf. Ja, da öffnen sich viele Fenster, dann sieht das auf einmal so aus, wunderbar bunt und schwarzer Hintergrund. Und man hat jetzt hier den US-Dollar, japanischen Yen, britischen Pfund, Schweizer Franken und Euro-US-Dollar als Markt, also Market Overview, so hieß ja dieses Profil. Und wenn ich jetzt hier wieder zurück zu dem eben genutzten Profil gehen möchte, Datei, Profile, und hier unten gehen wir auf Test 1 und dann lädt er im Prinzip wieder das, was wir gerade hatten, genauso wie wir es eingestellt haben, mit den Märkten hier unten als Profil Test 1. Also das vielleicht, Daniel, an dieser Stelle versuchst du das mal im Profil abzuspeichern, wenn alles eingestellt ist. Das geht im MT4, im MT5 und das ist dann auch okay. Ich will mal ganz kurz noch einen Punkt zeigen, der wirklich ein gravierender Unterschied zwischen MT4 und MT5 ist. Es gibt zum einen so ein paar Details im Ordern. Ja, man hat eine Orderart mehr, die jetzt allerdings nicht ganz so interessant ist im MT5 als im MT4, aber was jetzt zum Beispiel noch interessant ist, im MT4 hat man die Möglichkeit, hier oben die Zeiteinheiten zu ändern. Das ist im MT5 hier erstmal genauso. Ja, wir sind aktuell im Minutenchart, man hat hier den 5-Minuten-Chart, 15, 30 Minuten, Stunde, 4 Stunden, Tag und so weiter. Ja, und so ändert man ja in den Bildern oder in den Charts dann entsprechend die Zeiteinheiten. Man hat im MT5 aber noch die Möglichkeit, im MT4 habe ich wirklich nur die Möglichkeit, zwischen diesen Zeiteinheiten hier oben zu wechseln. Im MT5 habe ich noch die Möglichkeit, rechte Maustaste im Chart, Periodizität, Sie selber erstmal von Weitem gucken, hier, diesen Punkt, und dann geht man mal hier unten auf den Punkt Minuten. Jetzt sieht man, dass ich neben den Standardeinstellungen M1, M5, M15 und M30 hier auch noch die Möglichkeit habe, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 6, 10, 12, 20 Minuten einzustellen. Das gleiche ist bei Stunde. Ja, ich habe normalerweise nur die Möglichkeit im MT4 zwischen einer Stunde und 4 Stunden zu wechseln. Danach kommt gleich der Tageschart, so wie es oben im Prinzip in diesen paar Knöpfen da ist. Im MT5 habe ich dann noch die Möglichkeit, zum Beispiel mir den Chart im 2-Stunden-Chart, 3-Stunden, 6, 8 und 12-Stunden-Chart anzuzeigen. Also man hat hier einfach noch ein bisschen mehr Spielraum in den Möglichkeiten, sich den Chart anzeigen zu lassen. Und gerade hier, was ich eben ganz gerne mache, ich persönlich suche mir ja Einstiegs-Setups gerne im Minuten-Chart oder in kleineren Zeiteinheiten. Und hier bietet sich im MT5 eigentlich dann eben auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel sich den 2-Minuten-Chart anzuschauen. Das ist noch ein bisschen, ja, ein Hauch länger logischerweise als der Minutenchart, und das ist schon auch nochmal ein interessanter Punkt, der mir persönlich dann auch, wenn ich denn bald den MT5 nutze, mir dann auch eben nochmal helfen sollte an dieser Stelle. Ich lese nochmal kurz im Chat. So, also, wie zählt man bei der MT5 ein über den Broker, über das, nochmal, wie zählt man
Ach, zahlt man Geld ein? Peter, entschuldige bitte. Wie zahlt man Geld ein? Also natürlich über den Broker, um das jetzt nochmal zu erklären. Wir sind ja jetzt hier bei JFD Brokers und man muss natürlich entsprechend, das hatten wir ja besprochen, hier jetzt die Frage, man muss natürlich entsprechend hier ein Konto eröffnet haben. Wenn man das noch nicht getan hat, man kann natürlich nicht Geld einzahlen in einem Demokonto. Wir haben ja anfänglich erklärt, okay, um hier zu testen, kann man auch erstmal ein Demokonto eröffnen. Man muss dann natürlich hier ein Live-Konto, Live-Privatkonto für die meisten von uns eröffnen, muss entsprechend Angaben machen, muss dann eben auch seinen Ausweis dort hochladen und so weiter. Also die Angaben sind natürlich ein bisschen ausführlicher und dort bekommt man dann auch in dem Anmeldeprozess erklärt, wo das Geld hin überweisen oder überwiesen werden muss. Und wenn man das dann tut, dann hat man irgendwann, wenn man alles richtig gemacht hat, auf dem MetaTrader quasi Geld drauf. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Dafür wieder auf den Punkt Ansicht. Und dann gehen wir auf den Punkt Terminal. Den gibt es im MT4 natürlich auch. Das ist hier unten dann eine zusätzliche Ansicht quasi mit wiederum Reitern. Und da fängt man ganz vorne an, da kommt dann der Punkt Handel und da seht ihr hier, dass auf diesem Demokonto, was ich hier immer für die Übungszwecke nehme, da hatten wir auch irgendwann mal 25.000 eingezahlt und da sind wir jetzt aktuell bei 24.967, also haben hier einen leichten kleinen Verlust auf diesem Demokonto, haben hier damals 25.000 eingestellt und wenn man jetzt dann eben entsprechend Geld überweist, dann steht dann hier der Kontostand. Ja, und dann hat man hier im Endeffekt auch die Möglichkeit noch, sich die Belastung anzuschauen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Euro-US-Dollar handelt, ja, dann wird der Euro-US-Dollar nicht in Euro abgerechnet, sondern ja grundsätzlich in Dollar, wird dann aber in die Referenzwährung das Ganze umgerechnet. Allerdings hat man dann hier eben nochmal die Darstellung, wie viel von den Handlungen, die man da tätigt, findet in Euro statt oder vielleicht auch in Euro-US-Dollar oder sowas. Also das ist hier, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber hat man dann. Und dann kommt hier der Punkt Kontohistorie, der natürlich sehr, sehr wichtig ist. Wenn man das dann hochschiebt, sieht man, dass hier eben ja Trades stattfinden. Gewinn und Verlust ist jetzt hier minus 32,37. Und wir sehen hier, dass ich hier so ein paar Trades schon mal gemacht habe auf diesem Konto. Ja, und das ist dann natürlich auch eure Darstellung, wenn ihr tradet, wenn ihr sorry, wie zäh. Scheiß Worterkennung, schreibt Peter. Ich habe es ja Gott sei Dank rausbekommen an der Stelle. Nein, also hier stehen dann die Trades, die man tätigt. Das ist quasi wie so ein kleines Mini-Trading-Tagebuch. Ich empfehle aber, sowas immer noch etwas ausführlicher zu tätigen, also den Trading-Tagebuch nochmal in Excel oder so zu führen, um dann hier natürlich die Trades dort zu übertragen, um dann natürlich auch bestimmte Auswertungskriterien zu machen. Schlussendlich stehen hier aber alle Trades drin, da kann man immer nochmal kontrollieren und vor allen Dingen steht bei dem Punkt Handel, wo jetzt, wir können das jetzt mal tätigen, es kam ja auch die Frage, wie handle ich denn jetzt eine Aktie? Ja, das können wir auch gleich mal gucken. Wir sind jetzt erstmal hier aktuell im WTI. Wir können mal, um zu starten bezüglich des Handels, hier nehmen wir mal die helle Darstellung im Euro-US-Dollar M1. Icon Ashi wollen wir noch nicht, machen wir später. Sprechen wir gleich drüber. Ashi-Darstellung, die da eben schon mal war. Hier sind wir jetzt im Euro-US-Dollar. Wir wollen jetzt in Euro-US-Dollar kaufen oder verkaufen. Erstmal die Möglichkeit hier oben auf den Terminal-Button zu klicken, auf diesen rot blaues kleines Bildchen hier oben, dann kommt hier diese kleine Darstellung und jetzt hat man hier in diesem Feld immer die Positionsgröße. Also ich kann jetzt hier in dem MetaTrader-Webinar natürlich nicht so auf den Punkt, wie stellt man Positionsgrößen ein, also nicht, welche ist die richtige für jeden Markt, fürs Konto, darum geht es ja. Wie ich sie einstelle, zeige ich euch natürlich. Ich klicke hier einfach in diesem Feld, dann in dem Fall habe ich hier 0,2 im Euro-US-Dollar drinstehen. Man kann hier eine 1 draus machen, dann habe ich hier einen CFD quasi. Oder ich kann hier eine 5 draus machen. Das ist allerdings schon sehr, sehr groß. 5 als Positionsgröße im Euro-US-Dollar ist eine ganz schöne Hausnummer. Aber wir können das versuchen. Wir nehmen mal die 5 und jetzt kann man auf verschiedene Art und Weisen handeln. Es gibt da jetzt die Möglichkeit, man kann direkt reinspringen. Also wenn ich jetzt wirklich ohne Wenn und Aber sofort an dieser Stelle hier kaufen oder verkaufen möchte, dann klicke ich einfach nur auf Sell oder einfach nur auf Buy. Und dann kauft der MetaTrader Market quasi dann die Position. Aber man hat ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, was ich dann in den Livestreams immer mache, wenn ich jetzt sage, okay, der Markt kommt jetzt hier leicht nach unten, ich möchte vielleicht hier an diesem blauen Strich einsteigen, dann kann man dort an dieser Stelle eine Sell Order reinlegen. Und das mache ich jetzt mal. Beides mache ich mal. Ich klicke zum einen mal hier auf Sell einfach. Zack, Klick, habt ihr gehört?
Schuss, sofort Schuss. Und ihr seht aber, dass ich hier sofort wirklich große Sprünge habe. Jetzt sind wir bei 0. Wenn es weiter fällt, wird das auch gleich eben schnell groß, weil die Positionsgröße 5 hier wirklich in den Forex-Märkten wirklich sehr, sehr groß ist. Und wenn sich der Markt hier nur minimal bewegt, wird hier gleich eben ein großes Minus oder ein großer Plus Punkt stehen. Wir werden auch gleich mal einen Stop reinlegen. Das gleiche gilt natürlich hier. Ich muss noch mal gucken, wer fragte, wie kann ich Aktien kaufen? Max fragte das. Ja, können wir auch gleich noch mal natürlich für Aktien machen. Aber genau so kann man natürlich Aktien handeln. Ja, wirklich im Chart sehr, sehr schön. Man braucht nicht wie bei manch Online-Brokern riesen Formulare ausfüllen. Man legt einfach die Anzahl fest. Man klickt entweder auf Sell oder auf Buy. Ja, oder was ich eben mache mit dem blauen Strich, ich möchte jetzt hier etwas höher verkaufen. Rechte Maustaste, dann gibt es ja den Punkt Handel. Ich könnte sofort eine Sell Limit Order reinlegen. Ja, also einfach die Überlegung nochmal zur Erklärung. Ja, ich warte jetzt und das mache ich in meinem Handel. Ich kann jetzt nicht erklären, warum, für die Sie sich vielleicht fragen, warum ich jetzt hier warte. Ich warte jetzt darauf, dass der Markt eventuell nochmal steigt, um dann hier die nächste Welle auf der Abwärtsseite zu tätigen. Das ist jetzt auch nur aus dem Bauch raus, ja. Das ist jetzt, macht keinen Sinn jetzt vielleicht in der einen oder anderen Situation, aber ich möchte jetzt nicht aktuell verkaufen, was wir gerade in dem ersten Versuch getätigt haben, sondern möchte hier an dieser Stelle, wo der blaue Pfeil ist, halt verkaufen. Sprich, ich klicke mit der Maus an diesem Bereich, wo ich verkaufen möchte. Da halte ich die Maus hin, ja. Rechte Maustaste, Sell Limit. Zack, jetzt liegt hier oben eine Order drin. Die ist jetzt noch nicht ausgeführt. Ja. Hier oben an diesem Punkt würde jetzt, wenn der Markt anfängt zu steigen, würde hier eine Verkaufsorder ausgelöst werden. Also der Markt muss dafür nochmal ein Stück steigen, muss hier hinlaufen. Jetzt an dem Punkt, wenn ich da hinkomme, wird diese Order ausgelöst. Und wenn der Markt dann fällt, dann bin ich natürlich zu einem besseren Zeitpunkt in den Markt reingekommen, als wir das hier unten mit dieser Position getätigt haben. Das macht in vielen Situationen Sinn, so mache ich das. Und das ist dann im Prinzip die zweite Möglichkeit, wie ich hier in den Markt reinkomme, indem ich Limit Orders lege. Ich kann das auch ganz knapp. Hier, es läuft der Markt natürlich eben schön erstmal weiter trendfolgend. Das ist hier natürlich auch, wenn ich hier zum Beispiel rechte Maustaste und die Sell Limit Order ganz knapp drüber lege, geht natürlich auch, ja, dann aber auch wieder löschen, weil das wollen wir jetzt nicht machen. Also das ist natürlich hier die Möglichkeit. Ich kann jetzt auch diese Order löschen, die liegt da jetzt da drin. Maus da drüber halten, rechte Maustaste, Order löschen und dann ist man da wieder draußen. So, jetzt sollte man ja aber mit Stops arbeiten. Ne? Ich lese mal kurz, hallo, hat JFD einen Datenfeed für den Agena-Trader geplant? Fragt der Oswald hier an der Stelle. Nein, leider aktuell erstmal noch nicht. Die Anfrage kam jetzt schon des Öfteren. Ja? Ob für den Agena-Trader dort, ja, dass man halt diesen nutzen kann über JFD, da gibt es aktuell noch keinen Plan, das in dieser Art und Weise zu machen. Aber mal gucken, vielleicht zukünftig, aktuell leider noch nicht. Ja, kommt jetzt hier als Frage. So, jetzt wollen wir ja aber, wenn ich trade, auch Stops haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir werden jetzt oder wollen jetzt mal die einfachen Punkte besprechen. Wir haben jetzt diese Order hier im Markt, die ist ja ausgeführt. Wir sehen ja, dass wir jetzt hier, da der Markt weiter nach unten fällt und wir haben ja hier eine Verkaufsorder reingepackt, sind wir jetzt gerade ja hier irgendwo im Profit. Und jetzt klicke ich hier wieder die Maus auf diese Order halten. Ihr seht, dann ändert sich hier dieser Pfeil mit oder der Mauspfeil ändert nochmal, da kommt nochmal so ein Pfeil dazu rechts. Dann Doppelklick, linke Maustaste und dann öffnet sich hier so ein Fenster. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel für diese Position, da steht da dann Stop Loss, hier einfach mal auf den Pfeil nach oben klicken. Dann kommt der aktuelle Kurs. Das muss ich natürlich jetzt dann abändern, händisch. Ja. 1,11. So, mal kurz gucken. 45 zum Beispiel, das ist jetzt auf jeden Fall oberhalb des Einstieges, klicke ich dann drauf auf Bestätigen und jetzt sehen wir hier oben, ne, 45, 1, 11, 45 haben wir gerade eingegeben, da liegt jetzt für diese Order, die wir hier an der 1, 11, 34 eingegangen sind, liegt jetzt der entsprechende Stop-Loss. Also wenn ich jetzt, oder wenn der Markt jetzt eben nach oben wegdreht, ja, was ja jetzt gegen unsere aktuelle Position sprechen würde, dann würden wir hier rausfliegen. Natürlich mit Verlust. Aber das gehört eben zum Trading dazu. Auch das soll jetzt nicht das Ziel sein, hier darüber zu sprechen, warum, weshalb, wieso, wie setzt man richtige Stops, welche Größe haben die Stops und so weiter. Das ist natürlich jetzt hier aktuell nicht das Ziel. Hier ist es das Ziel, euch einfach zu zeigen, wie man Stops in den Markt legt. Und so zum Beispiel. Ja. Man kann auch teilweise, da gibt es nochmal so ein Zusatzterminal hier, da kann man auf Ansicht gehen, dann wieder auf den Punkt Navigator. Moment, wir klicken mal das hier unten zu. Wie gesagt, man kann immer alles wieder zuklicken. Jetzt muss ich allerdings mal kurz suchen, ob wir das hier haben.
Das habe ich hier beim MT5 noch gar nicht installiert, die Add-ons. Dafür gehen wir dann auf den MetaTrader 4, gehen hier auch nochmal wieder auf Ansicht, auf Navigator, haben dann hier diese JFD-Zusatz-Add-ons und gehen hier auf den Punkt Mini-Terminal, ja, ziehen das mal rein in den Markt, bestätigen das mit OK. Und jetzt kommt hier eigentlich gleich, genau, da ist es so ein Mini-Terminal. Zack, das ist so ein bisschen Erweiterung dieses eigentlichen, Moment, das können wir zusätzlich mit aufmachen, hier dieses eigentlichen Terminals, ja, so eine kleine Erweiterung. Gucken, wo es jetzt hin ist. Zack. So. Und man kann hier jetzt zum Beispiel in den Einstellungen, das ist jetzt bei mir leider immer so ein bisschen klein durch meine Auflösung, muss man so ein bisschen größer drehen, Moment. So, kann jetzt hier zum Beispiel Chart freigeben machen. Aktuell kann ich dieses Feld ja hier rausziehen. Ja, jetzt habe ich hier noch einen anderen Bildschirm. Jetzt ist das dieses kleine Fenster auf meinem anderen Bildschirm. Ich kann jetzt aber auch das im Prinzip so einstellen, dass es immer hier oben liegt. Ja, indem ich hier einfach raufklicke, Chart freigeben. Ja, nein, das war jetzt schwachsinnig, was ich gemacht habe. Da hat man jetzt direkt den Chart, den wir gerade hatten, freigegeben. Das wollte ich jetzt natürlich nicht machen. Jetzt ist dieser Chart frei. Das wollte ich jetzt nicht. Das machen wir wieder rückgängig. Ist das hier groß? Na, jetzt habe ich ja was eingestellt hier. Jetzt habe ich mir selbst ein Ei gelegt. Kriege ich das hier wieder klein und so. Klein drehen. Also was mache ich jetzt hier? Ich drücke STRG und drehe an meinem Mausrädchen. Und jetzt machen wir das wieder so. Zack, und es ist im Prinzip, habe ich wieder auf diesen Punkt gedrückt. Jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt habe ich mir selbst gerade einen eingelegt. Wie gesagt, ihr seht, dass ich damit nicht so oft arbeite. Aber das ist dieses Mini-Terminal, kann man sich natürlich ja auch mal anschauen. Ach so, hier Terminal andocken. Ja, das wollte ich eigentlich euch zeigen. Terminal andocken, da draufklicken. Und jetzt ist dieses Terminal direkt hier in diesem wirklich Bild drin. Ja, jetzt kann ich es nicht nach außen schieben. Und dann kann es auch nicht weg sein. Jetzt ist im Endeffekt dieses Terminal hier wirklich für diesen Markt bestimmt. Ja. Und man kommt nicht durcheinander, es hat Vor- und Nachteile und ich kann hier auch wieder raufklicken auf den blauen Punkt und dann Terminal freigeben und dann ist dieses Terminal für das Gold, für den Goldmarkt jetzt hier, den ich hier aktuell offen habe, quasi wieder frei. Ja, und dann geht man auf den Punkt Einstellungen, das will ich euch ja hier zeigen, muss hier auch immer das bei mir so ein bisschen vergrößern, in dem Fall geht es leider nicht, aber klickt, macht das einfach mal selbst, das ist alles selbsterklärend. Und man kann hier dann im Endeffekt sich sogar automatisch einstellen, dass immer, wenn ich eine Order reinpacke, beziehungsweise das ist dann hier auf dem Punkt, immer wenn ich eine Order reinpacke, dass automatisch schon ein Stop mit in den Markt reingelegt wird, den ich dann später im Endeffekt auch verschieben kann. Also beschäftigt euch mal damit, das habe ich auch schon in anderen Webinaren besprochen, das können wir gerne beim nächsten Mal wieder machen, dass wir uns das Mini-Terminal mal vornehmen. Dann gibt es auch noch dann das Trade-Terminal, das ist nochmal eine Erweiterung zum Handeln. Warum habe ich jetzt nicht so viel Plan davon? Warum fange ich hier an zu stottern an diesem Punkt? Weil ich es einfach für mich selbst nicht nutze. Ich versuche wirklich, das Handeln so einfach wie möglich zu machen. Ich nutze dieses Mini-Terminal nicht, auch wenn es viele nutzen, wenn ich handeln möchte. Wenn ich wirklich schnell reinkommen möchte in den Markt, reicht mir das aus. Mir reicht die Positionsgröße aus und mir reicht Verkauf und Kauf aus. Ich setze dann händisch den Stop später rein. Beziehungsweise, was ich zu in etwa 80% der Fälle mache, ist, dass ich hier im Orders da reinlege, wo der Markt aktuell noch nicht ist. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eben oben die Verkaufsorder reinlege, ne, ich warte immer ab, dass der Markt eben entweder nochmal ein Stück steigt, um zu verkaufen oder nochmal ein Stück fällt, um zu kaufen und brauche somit eben diese Terminals gar nicht, sondern lege hier oder arbeite sehr, sehr viel mit Limit Orders, ja. Jetzt können wir hier mal auf den Euro-US-Dollar schauen und hier habe ich richtig Schwein gehabt. Ja? Und wir haben ja gerade im MT5 hier die Verkaufsorder quasi im Demokonto reingelegt. Ja? Und ich habe hier gestern im Devisenradar, Moment, muss mal wieder im MT4, in den MT4 switchen. Gestern haben wir im Devisenradar eine Short-Idee im Euro-US-Dollar besprochen. Da bin ich schon quasi hier oben gestern auf der Short-Seite eingestiegen. Ja, hier an dem Punkt. Und jetzt ist der Markt gestern fast direkt danach sehr, sehr schön gefallen. Hat jetzt hier so ein bisschen so eine Seitwärtsbewegung ausgebaut, ist dann heute nochmal weiter gefallen. Und dann habe ich hier in der Bewegung, wo der Markt gefallen ist, man kann diesen Stop ja händisch dann anpassen. Kann ich gleich euch mal zeigen. Ja. Jetzt sind wir, wie gesagt, nee, ich mache das mal im MT5 nicht in meiner reellen Order-Plattform. Gehen wir hier auf unsere Demo-Variante.
Ich habe jetzt aktuell den Stop hier oben liegen. Ich kann den jetzt händisch einfach mit der Maus nehmen, also die Maus wieder drüber halten, linke Maustaste drücken und dann zum Beispiel den Stop nach unten verschieben. So, jetzt liegt der Stop ganz nah am Einstieg. Also wenn wir jetzt so ein bisschen noch nach oben kommen, werde ich im ganz kleinen Mini-Verlust ausgestoppt. Und so habe ich das natürlich hier dann eben auch im Reellen getan, habe dann irgendwann den Stop nachgezogen. Und jetzt seht ihr mal, wie eng. Und das ist das, wo ich wirklich Schwein gehabt habe. Der Markt kam dann zurück und da rechnet man natürlich dann auch schon damit, naja, das wird wahrscheinlich schief gehen. Ne? Der Markt kommt nach oben, der Markt kommt nach oben, immer näher an den Stop, immer näher an den Stop. Und schaut mal, wie dicht hier vor meinem Stop. Und das ist einfach, das hat nichts mit Können zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich wusste, dass der Markt da dreht. Sondern in manchen Fällen wird man blöd ausgestoppt, so dass der Markt dann wirklich hier nochmal so diesen macht, der und dann nach unten geht. Das ist dann doof. In manchen Fällen passiert das so, wie es mir jetzt passiert ist. Das ist dann gut. Und in manchen Fällen dreht der Markt einfach schon viel, viel früher ab und kommt erst gar nicht in die Bredouille, dass wir hier irgendwie in die Nähe des Stops kommen, dreht vorher schon wieder in Richtung, wo es gehen soll und dann wird man nicht ausgestoppt, dann zieht man später den Stop noch weiter nach unten. Und hier habe ich jetzt wirklich Schwein gehabt und mal gucken, ob der Euro-US-Dollar jetzt wirklich in Summe weiter nach unten geht. Ich habe jetzt in dem Fall hier auch noch einen Take-Profit drin liegen. Den werde ich allerdings höchstwahrscheinlich rausnehmen. Der hat jetzt hier nicht mehr ganz so viel zu suchen in dem Bereich. Vielleicht lasse ich ihn über Nacht noch drin liegen, aber morgen werde ich ihn wahrscheinlich dann rausnehmen. Aber das ist jetzt, tut jetzt hier auch nichts zur Sache. Ich lese noch mal kurz im Chat. Also, Datafeed, Agena Trader haben wir besprochen. Konnte leider erst jetzt einsteigen. Gibt es eine Aufzeichnung? Ja, Herbert, gibt es. Wir werden, oder ich werde das Webinar heute im Prinzip dann auf dem YouTube-Kanal von JFD wieder online stellen. Das wird allerdings erst heute Abend passieren oder manchmal auch erst in der Nacht, weil das muss immer erst noch umgewandelt werden von der Software, so dass es dann das Format auch für YouTube hat. Und dann muss es immer noch mal bei YouTube hochgeladen werden. Aber spätestens morgen früh ist es dann online. Daniel schreibt, habe es probiert mit Profile abspeichern. Okay, Daniel, müssen wir mal gucken, können wir ja noch mal kommunizieren. Und dann kommt hier von Fritz leider zu spät eingeschaltet. Und wann und wo gibt es die Aufzeichnung? Also habe ich ja gerade gesagt, Fritz fragt ja auch noch mal, wann es die Aufzeichnung gibt. Die gibt's heute Abend/Nacht auf YouTube. Wir können da auch gleich mal raufgehen, denn wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen. Will das mal kurz einfügen hier an der Stelle. YouTube-Kanal von JFD Brokers. Ja, wer mich noch nicht kennt. Es gibt ja YouTube, das wird wahrscheinlich jeder kennen. Es gibt auf YouTube einen Kanal von JFD, den vielleicht auch der ein oder andere schon kennt. Und wenn man hier auf den Punkt Videos klickt, dann kommt im Prinzip, kommen alle Videos, die von JFD-Seite quasi hochgeladen wurden. Dauert das hier allerdings gerade so ein wenig. Hängt der Rechner so ein bisschen. Moment. So, da sind wir. Und da bin ich zu sehen, des Öfteren am Tage. Und zwar mit zwei Livestreams, DAX Long oder Short, findet immer morgens um 8:50 Uhr statt, eigentlich zu 95% der Börsen, oder noch eigentlich noch öfter, 98% der Börsenhandelstage mache ich früh um 8:50 Uhr einen Livestream, wo wir primär natürlich über den DAX sprechen, über Möglichkeiten, die da eventuell das Handel oder wo man eben handeln könnte. So meine Ideen, die ich da kundtue, das gleiche dann nochmal um 15:45 Uhr mit dem Blick dann primär auf die US-Märkte, auf die Forex-Märkte. Und dann eben auch nochmal vom Chris Kämmerer 9:30 Uhr, das Devisenradar, wo ich dann auch des Öfteren zu hören bin, auch noch in englischer Sprache, dann hier kleinere Webinare oder beziehungsweise Livestreams. Am Wochenende wird von meiner Seite zu 99,99%, vorletztes Wochenende war, glaube ich, seit Monaten mal wieder ein Wochenende, wo ich auf der Invest war, dort ja zum Live-Trading, wo ich mal keine Trading-Wochenanalyse gemacht habe. Ansonsten findet ihr hier immer am Wochenende hochgeladen von meiner Seite meine Gedanken zu den Märkten DAX, Dow Jones, in die DAX, S&P, Euro und Gold, meine Gedanken für die kommende Handelswoche und so weiter und so weiter. Und hier wird dann eben auch auf diesem YouTube-Kanal diese Add-on Geschichte, die wir jetzt gerade besprechen, wenn wir da nach unten scrollen. Aber da müsste man jetzt ein ganzes Ende nach unten scrollen, Anfang April. Wir können mal gucken. Das wird dann orange sein. Wir scrollen hier nochmal kurz nach unten. Das ist nicht ganz so weit weg. Das müsste jetzt gleich kommen. Ja, hier sind auch so Webinare, die ja teilweise so auch von anderer Seite noch stattfinden, wo man dann meine Stimme nicht hört, sondern meistens Chris das moderiert und dann auch Gäste. Hier, dieses Orangene. So wird es aussehen heute, dieses Webinar dann eben online gestellt auf dem YouTube-Kanal von JFD. Und da könnt ihr dann natürlich das im Nachhinein euch nochmal anschauen. So, also das jetzt erstmal nochmal ganz kurz dazu, zu dem YouTube-Kanal und zu den Möglichkeiten. Wie gesagt, das hier die Position, die live läuft auf einem Live-Konto. Ihr seht das hier oben, ich handle in den Livestreams immer. Ein Live-Konto seit schon über einem Jahr,
bin ich quasi gläsern und zeige hier so meine Gedanken. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich auch für unter anderem auch für mein eigenes Konto natürlich handle, was ein bisschen größer ist, was hier nicht gezeigt wird. Das ist natürlich auch mein Konto, aber das ist ein 25.000 Euro Konto, also nicht so groß, was ich hier live handle. Dann haben wir noch ein zweites Live-Konto, was wir eine Zeit lang immer gehandelt haben. Hier handle ich teilweise jetzt parallel, das ist ein 16.000 Euro Konto. Und dann handle ich auch noch unter anderem für eine Vermögensverwaltung, das kann ich hier nicht zeigen. Ja, also da sind schon noch verschiedene Wege, auf denen ich handle. Ich zeige hier dann eben, wenn ich es schaffe, die Trades, die wir auf diesem einen Konto machen oder teilweise auf zwei. Hier sind wir jetzt ausgestoppt worden. Ja, der Markt hat jetzt quasi so ein bisschen gedreht. Wir hatten ja diesen Stop nachgezogen und haben jetzt hier einen kleinen Verlust produziert. Und das können wir uns jetzt wiederum anschauen in den Punkt Ansicht Terminal und dann eben auf den Punkt Kontohistorie und sehen jetzt hier, dass wir mit diesem kleinen Stop immerhin 80 Euro verloren haben. Das ist eine ganze Menge für so einen kleinen Mini-Stop. Und da sieht man, dass jetzt diese Positionsgröße eigentlich viel zu groß gewählt war. Ja, ich habe jetzt hier im Euro-US-Dollar in dem Live-Trade eine Positionsgröße von 0,3. Und wie gesagt, das Konto ist hier, oder das Risiko wird berechnet auf 25.000 Euro. Ja, und da sehen wir, dass wir mit 5 ja, einfach wirklich eine viel zu große Positionsgröße hatten, denn diesen Stop, den wir jetzt hier gewählt haben, diese kleine Mini-Stop-Größe, das ist natürlich schwachsinnig, ja, Stops müssen schon grundlegend etwas größer gewählt werden, aber dann hat man hier mal schnell ein Risiko von 400, 500, 600 oder vielleicht sogar 1000 Euro, was ja natürlich für den einen oder anderen höchstwahrscheinlich ein bisschen zu viel ist und in meinen Augen auch für die meisten Konten definitiv pro Trade zu viel Risiko bedeutet. Also von daher achtet so ein bisschen auch auf Positionsgrößen. So, die Frage, gibt es denn für die Add-ons noch keine deutsche Bedienungsanleitung? Ich glaube leider nicht. Da habe ich Gott sei Dank keine Aktien dran. Es wurde schon mal des Öfteren erwähnt und es war auch des Öfteren in Planung. Leider nicht. Aber Herbert, an der Stelle, entweder natürlich gerne zum nächsten Add-on-Webinar oder ab Mai, wie anfänglich schon erwähnt, werden wir zusätzlich nochmal eine MetaTrader-Sprechstunde haben. Wenn du Fragen hast zu den Add-ons, stell sie gerne. Wir werden sehen, dass wir sie beantworten, dass ich sie beantworte. Wenn ich sie nicht ad hoc beantworten kann, werde ich schauen, dass ich dann die Fragen im Nachhinein beantworte und dann vielleicht im nächsten Webinar dann als Antwort mit einstreue, gleich am Anfang dann oder eben auch per E-Mail beantworte oder der Support sie beantwortet. Grundsätzlich hat man eben, ähnlich wie wir das mit den Indikatoren gemacht haben, es gibt eben Add-ons, ja, zum Beispiel Market Manager, es gibt die Korrelationsmatrix, die können wir mal reinziehen, das ist eine Geschichte, die ich auch ab und zu nutze. Dann nimmt man das einfach, JFD Korrelationsmatrix, zieht sie in den Chart rein, klickt auf OK und jetzt kommt diese Korrelationsmatrix, ein Add-on von JFD, jetzt als Beispiel mal gezeigt. Auch hier muss ich das wieder so ein bisschen hochscrollen, größer scrollen. Das ist das, was wir auch des Öfteren, wer mich kennt, wer auch in den Livestreams mit dabei ist, wer auch im, vielleicht, wir hatten es jetzt auch gestern im Devisenradar, haben wir auch mal kurz drauf geschaut, im Devisenradar-Webinar, 15 bis 16 Uhr, gestern immer mittwochs, gibt es ja ein Webinar zu Devisen, da wechsle ich mich mit dem Chris Kämmerer ab. Mal macht er es, mal mache ich es. Gestern war ich da an der Reihe und habe im Prinzip auch über die Korrelationsmatrix gesprochen. Auch jetzt gar nicht will ich darauf eingehen, was das nun genau ist, aber es ist immerhin ein Add-on, was wir, wie gesagt, per Drag and Drop in Richtung Chart gezogen haben. Dann öffnet sich meistens ein Feld, wo ich Einstellungen machen kann und wenn ich das wiederum nochmal bestätige, dann öffnet sich im Endeffekt dieses ja Add-on in dem Sinne oder eben auch der entsprechende Indikator. Und dann kann ich hier in diesem Add-on entsprechend meine Einstellungen machen. Korrelationsmatrix, wie gesagt, Korrelation bedeutet ja, der eine Markt läuft long, der andere Markt läuft mit long. Wenn das so ist, hat man eine positive Korrelation, wie hier zum Beispiel große positive Zahl zwischen dem britischen Pfund und dem Euro-US-Dollar auf dem H1-Chart in diesem Fall, also positiv korrelierende Märkte, Indizes zum Beispiel, DAX, S&P, Dow Jones, ja, das sind grundsätzlich positiv korrelierende Märkte, die eben meistens, wenn eben der Dow Jones oder der S&P, wir können da mal raufschauen, wenn wir zum Beispiel den S&P uns anschauen, der, und der ist jetzt gerade schon wieder mega stark, ja, Wahnsinn, kurz eben den Dip nach unten und dann doch wieder stark geworden, also hier hat sich es auch ausgezahlt von meiner Seite etwas defensiver bezüglich der Short-Seite zu bleiben, also der Markt läuft nach oben, ja, S&P,
US-amerikanischer Index. Dann, wenn man sich das längerfristig anschaut, läuft natürlich der Dow Jones genauso nach oben. Und wenn man sich das jetzt etwas längerfristig anschaut, auf dem H4-Chart zum Beispiel, läuft natürlich auch der DAX nach oben. Grundsätzlich alles positiv korrelierende Märkte. Und das Ganze kann man sich zum Beispiel dann in dieser Korrelationsmatrix anschauen. Hier wird man eben beobachten, können wir mit Pfeilen uns mal kurz anschauen, dass im Endeffekt, wenn hier der S&P, und wenn man sich dann den Dow Jones raussucht, ja, relativ große positive Zahl. Wenn man sich dann den DAX als Beispiel zum S&P anschaut, relativ hohe positive Zahl. Also hier sind die Märkte positiv korrelierend. Wenn hier eine große positive Zahl steht, dann bedeutet das, dass die eben positiv korrelierend sind. Wenn die Zahl in der Nähe der Null ist, also zum Beispiel der US-Dollar japanisch Yen zum Dow Jones plus 2, ja, da gibt's keine Korrelation. Also da, das läuft wild irgendwie, hat nichts miteinander zu tun. Aber wenn man sich jetzt hier mal anschaut, finden wir irgendwo eine große negative Zahl. Hier zum Beispiel, britischer Pfund, DAX zum britischen Pfund, aktuell zumindest. Also das ändert sich natürlich auch immer wieder. Aber aktuell haben wir in der Tat hier sogar eine negative Korrelation. DAX zum britischen Pfund bedeutet in dem Fall, wenn der DAX hochgeht, geht der britische Pfund nach unten und umgedreht. Diese Korrelation interessiert mich jetzt zum Beispiel nicht so, aber was ich eben ganz gerne handle. Man weiß, wenn der DAX hochgeht und der S&P hochgeht und der Dow Jones hochgeht, dass das eben so ist. Aber nun ist es manchmal so, Situationen, die wir auch im Livestream dann besprechen, dann hat man zum Beispiel, man sieht, okay, der S&P steigt stark, ja, aber der Dow Jones in dem Moment, der ist vielleicht auch langsam am Steigen, aber noch nicht ganz, noch mit Abstand nicht so stark. Naja, dann ist es zum Beispiel eine Überlegung, in dem Moment, wenn ich sehe, okay, der eine Markt, der positiv mit dem anderen korreliert, der ist schon sehr, sehr stark, der andere Markt davon noch nicht ganz so, dann ist es eine Überlegung, dann zum Beispiel vielleicht den Dow Jones zu kaufen, mit dem Gedanken, dass eben hier der Dow Jones dieser Bewegung des positiv korrelierenden Marktes, in dem Fall des S&Ps, quasi auch weiter folgt. Das machen wir zum Beispiel in den Livestreams. Das ist manchmal eins meiner Puzzleteile, um einen Trade zu entwickeln und dann eben auch im Endeffekt umzusetzen, einfach hier auf Korrelationen zu schauen. Und da ist, wie gesagt, die einfachste Korrelation, die Korrelation der Indizes, beziehungsweise gibt es eben auch in vielen Fällen, mittlerweile ist sie auch wieder ein wenig da, Gold zu den Indizes, Gold zum Dow Jones, Gold zum DAX und Gold zum S&P, da ist es aktuell jetzt auf der Zeitebene nicht ganz so stark, aber grundsätzlich ist es aktuell wieder so, dass der Goldpreis steigt, wenn die Indizes fallen und wenn die Indizes steigen, der Goldpreis fällt. Also negative Korrelation und das ist eben auch eine Situation, die wir genutzt haben, um in den letzten anderthalb Wochen auch mal einen Gold-Short-Trade umzusetzen, der gestern dann im Profit ausgestoppt wurde. Das jetzt nochmal alles dazu. Also habt ihr noch weitere Fragen? Ich scroll hier nochmal nach unten in dem Fragefenster. Moment. Nein, da kommt jetzt erstmal von eurer Seite nichts weiter. Ich schaue mal, was ich noch... Ach ja, eine sehr, sehr interessante Sache, die wir jetzt nochmal besprechen. Kurz, wir haben noch 2-3 Minuten Zeit an dieser Stelle. Auch eine Geschichte, mit der ich arbeite. Und jetzt sind wir aktuell wieder im MetaTrader 4. Wie gesagt, diese ganzen Geschichten, die meisten Sachen, die ich jetzt erklärt habe, gehen in beiden Märkten. Ja? Hier jetzt nochmal so eine Geschichte, Alarme. Wir gehen mal auf den 5-Minuten-Chart und sehen jetzt hier, dass der DAX auch erstmal wieder relativ stark angestiegen ist. Was ich ganz gerne mache, ist, mir Situationen oder Bereiche im Chart herauszusuchen, die für mich wichtig sind. Als Beispiel, für mich ist es vielleicht heute interessant, wenn der Markt nochmal in Richtung des Eröffnungskurses läuft. Beim Öffnungskurs ist hier der aktuelle fast Tageshochpunkt. Also der Markt ist seit dem 8 Uhr Eröffnungskurs heute primär nur gefallen. Aber für mich wäre es vielleicht interessant, wenn der Markt hier nochmal zurückkommt in Richtung des Eröffnungskurses. Und jetzt kann man hier einen Alarm reinlegen. Also wirklich eben einen Alarm, der dann eben auftönt, wenn der Markt dorthin kommt. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Wenn man zum Beispiel auch jetzt die Überlegung hat, okay, ich möchte nochmal kaufen, aber der Markt soll dafür hier nochmal in diese Unterstützung laufen, um dann eben weiter zu steigen. Dann kann ich hier unten, ja, in der Ecke mir einen Alarm reinlegen und dann erinnert mich der Markt daran, okay, wenn der Markt dorthin kommt, dann ja, erläutert hier eine Glocke. Rechte Maustaste, Handel, Alarm, relativ einfach, jetzt liegt hier rechts so ein Pfeil, ja, das ist schon der Alarm und den kann ich jetzt, indem ich raufklicke und die linke Maustaste im Prinzip gedrückt halte, verschieben. Ja, und da ich ja erinnert werden möchte, wenn der Markt an diese Unterstützung läuft, vielleicht auch eine Nuance drüber,
dann schiebe ich einfach diesen Pfeil eine Nuance über diese Unterstützung, lass die Maus wieder los und jetzt liegt der Alarm so im Bereich in etwa 85. Und wenn der Markt jetzt nach unten kommt und die 85 getestet, angelaufen wird, dann wird hier das anfangen zu läuten. Ja, wichtig an der Stelle ist immer nochmal, was ich des Öfteren vergesse, drück mal kurz drauf. Oft hat man, weil es einen nervt, dass irgendwie der Rechner ständig Töne von sich gibt, die den Sound auf ausgestellt. Ja klar, wenn ich den Sound aus habe, dann kommt natürlich auch kein Alarm. Von daher sollte man hier natürlich den Rechner den Ton auf anhaben. Also mir ist es schon des Öfteren passiert, dass ich mich dann gewundert habe, Mensch, ich habe doch einen Alarm eingestellt, aber irgendwie habe ich gar nichts gehört. Ja, lag einfach daran, dass mein Rechner aus war. Und das sind so banale Sachen, wo man jetzt, wo der eine oder andere sagt, ja, ist ja logisch, ja, in der Praxis passiert es einem aber dann doch immer wieder, dass dann auch mal der Ton aus ist. Also, an dieser Stelle soll es das jetzt auch gewesen sein von meiner Seite. Wir sind mal wirklich durchgeflogen heute, haben eben auch ein paar Fragen beantworten können. Hat mich gefreut, dass ihr wirklich so zahlreich heute mit dabei gewesen seid. Das zeigt uns auch, dass wir in Zukunft wirklich auch hier diese Add-on-Webinare oder generell Frage- und Antwort-Webinar zum MetaTrader etwas häufiger stattfinden lassen werden. Gerade wenn eben Fragen sind zu entsprechenden Add-ons oder eben gerade auch Daniel, wir gucken mal, dass wir das Problem dann vielleicht auch noch gelöst kriegen hier von deiner Seite bezüglich, warum sich das da oben immer verstellt. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal auf jeden Fall Good Trades im MetaTrading. Würde mich freuen, wenn wir uns auch in den Livestreams dann wiedersehen. Morgen früh 8.50 Uhr geht's da wieder los. Euch nur das Beste. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.